Hallo, herzlich willkommen YouTuber und Commander Krieger und herzlich willkommen zu der Runde Twice. Mit dabei ist der Robert. Moinsen. Mit dabei ist der Niggis. Hallo. Und für die charismatische Unterhaltung heute Rexonia. Tachim. Hallo. So, wir spielen eine Runde Twice. Wir haben Niggis und Rexi mit dabei, damit einfach mal ein bisschen Charisma, ein bisschen Charme dabei ist, damit ein bisschen Unterhaltung dabei ist, weil Niggis. Robert und ich... Ja. Charisma und Niggis. Haben wir denn eigentlich schon ein Thema, worüber hier wir gelabert haben? Ja, Sprachfehler wäre das erste Thema. Weil letztes Mal hatten wir so coole Roboter und so. Hallo. Cut, Neustart. Wir hier einen Affiliate-Link für Alpha Telefon Münster. Sprachfehler wäre das erste Thema. Hallo. Hallo. Ich kann mich nicht konzentrieren. Bro, das ist deine Chance, der Krieger. Ich hab den ausgeschaltet, du. Ausgeschaltet, ja, aber tierisch schon mal. Du musst aufpassen, dass die Rexonia nicht ihre Playstation wieder ausschaltet. Wer hat sich eigentlich die Maps ausgesucht? Der Krieger. Wer hat die gebaut? Nicht der Krieger. Jetzt fahr ich, jetzt müssen wir die Scheiße nochmal fahren, jetzt komm ich hier nicht über die Fick rüber. Das ist natürlich schlecht. Warum müssen wir das denn nochmal fahren, Krieger? Halt das Maul. Also ich bin hier immer noch bei dem gleichen Hindernis wie vorher. Ja, und das wird sich auch wahrscheinlich bis zum Map-Ende nicht ändern. Ja. Wie, was meinst du denn mit bis zum Map-Ende? Da kommt er ja nicht hin. Woher soll er denn wissen? Wie lange das jetzt noch dauert? Thema des heutigen Streams. Deine Freunde, die Spastis. Ach cool, dass wir im Stream sind. Sind wir auch. Ja, stimmt. Aber das wissen die Zuschauer auf YouTube ja nicht. Weiß auch nicht. Naja, wissen die nicht. Weiß ich. Jetzt wissen es ja. Mehr wissen sie nicht. Vielleicht hast du auch gelogen. Was? 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 Hast du Zeugen? Ja. Wen? Ach komm, Mann! Ich möchte jetzt alle namentlich erwähnt haben. Namentlich? Namentlich. So. Ja, also, erstes Thema Sprachfehler. Niggis, möchtest du dich outen? Und wenn man Sprachfehler hat, outet man sich also. Du solltest das vielleicht wirklich mal tun. Ich oute mich. Und jetzt? Wie? Und das war dein Outing? Ich oute mich. Jetzt? Was denn? Ja. Okay, ich bin hetero, Leute. Tut mir leid. Nice. Bist du dir sicher? Schon. Schon? Schon? Schon etwas, ja. Ich komme über diese Scheiße nicht rüber, ne? Ja, spricht nicht dafür, dass du hetero bist. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, auch nicht. Aha. Ah. Wie bist du hier so schnell rübergekommen, Krieger? Einfach rüber. Bunny Hop. Nee, so. Bunny Hop eben nicht. Schauen wir mal bei Rexi. Ja. Schauen wir mal bei den Niggis. Nee. Uiuiui. Oh. Ja, schöner gegen Boing. Und der Robert. Oh, der erste DNF. Oh. Genau, erste DNF für die Rexi. Pff. Und für Niggis, der Lappen. Hallo? Ich hab weniger Fehler als Rexi. Ja. Was soll das denn? Lass mal die Dame da raus. Oh, ob mein Mikrofon eingeschaltet ist. Aber wir brauchen mal wieder den Cresenio. Ne? Wir brauchen echt mal wieder den Cresenio dabei. Ja. Den Mr. Reng, ding, 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 ding. Mir fällt da gerade noch ein Name ein. Ja, Wonlax. Also wenn ihr beiden, ja, vor allem Rexonia, ja, wenn du über das erste Hindernis kommst, dann Glückwunsch. Dann nur Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, weiß nicht. Ich weiß, was ich hier sonst noch anbieten kann. Bargeld. Nee. Hab ich nicht.
Wieso ist der Krieger da eigentlich schon rüber und du nicht, Robert? Das weiß ich auch nicht. Muss man mal fragen. Uiuiuiui. Okay. Alter Finne. Ja genau, machen wir hier noch so ein Hindernis hin. Was zum Teufel ist das? Also als erstes ist jetzt nicht so schwer, Robert. Ja, wenn man da sich direkt rüberlackt. Was für rüberlackt? Wenn man den Skill hat, darüber zu kommen. Und wie gerne würde ich mich jetzt resetten und das einfach nochmal machen. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich auch nicht, Robert. Woher, was ist denn dein Problem, Robson? Darüber zu kommen? Ja, wieso? Wo ist das Problem? Dass du nicht darüber kommst? Ich komme mit dem Hinterrad nicht hoch genug. Ich bleib immer an der... Da ist ja die Stange, ne? Korrekt. Da muss man mit dem Hinterrad drauf. Ja, danke. Und dann von da aus ein Bunnyhop. Das bitte nochmal machen, Krieger. Gerne. Wie oft soll ich's machen? Oh, 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 oh. Was? Kein Checkpoint? Natürlich nicht. Muss da oben noch auf die Stange und dann da auch nochmal rüber. Aber doch. Easy peasy, lemon for the squeezy. So, gucken wir mal uns Robert an. Ganz normal einfach Gas geben. Hops. Bunny Hop ja. Da drauf. Da musst du schon Bunny Hop machen. Von dem Ding in Bunny Hop. Ich komme auf dieses Ding nicht vernünftig drauf. Ist das dein Ernst, Robert? Ja. Ich habe aus irgendeinem Grund nicht genug Bunnyhop verlernt. Du hast nicht einmal einen vernünftigen Bunnyhop da drauf gemacht, ohne Scheiß. Ohne Witz. Alles klar, kriege ich. Ja, ja. Blue Element, ich zeig's euch gleich nochmal. Mach ich dir 10-mal hintereinander das Ding. Tut mir leid, liebe Zuschauer, dass ihr euch das anschauen müsst. In welcher Zeit? 10-mal hintereinander? Ja, in welcher Zeit? 5 Minuten, mach ich hier locker 10-mal rüber. Guck mal, 3 Minuten raus, kriegst du einen 10er. Ja, alles klar. Hier. Mal hier direkt, ein Foto machen. Direkt hier nach. Obens, Junge. Das Geilste ist, dass der Niggis die Wette mir anbietet. Nicht Robson. Ja. Wenn du nicht schaffst, kriegst du ihn 10er, ne? Ja. Ist dir bewusst. Hast du zwar nicht gesagt, aber kann man von mir aus machen. Alles klar. Robert, wenn du schon da hinten bist, dann kannst du auch die Zuschauer unterhalten. Halt's mal. Ey, mein Controller geht mir so auf den Sack. Diese blauen Pinösel, die lösen sich schon auf hier. Diese verhurte Dreckscheiße. Welche blauen Pinösel? Ja, die Gripsticks, Dings, Bumsdinger, wenn die heißen. Mir ist am Controller nix blau. Ja, ich hab den vom Krieger gekriegt. Den blau. Modifizieren. Ja, so modifiziert, dass die gleich abfliegen. Wenn du da mit deinen Agro-Fingern... Wie viel Controller hast du, Krieger? Jetzt hier, die ich verwende? 2. Wie viele hast du jemals gehabt, benutzt und so weiter?
So viele. Das ist mein zweiter. Der ist noch nie geflogen. Nee, warte mal. Ist das mein zweiter oder ist das der... Nee, doch, stimmt. Das ist der zweite. Da kann nicht sein. Du hast ja schon zwei Controller komplett geschrottet in Nein, Twilight. Nicht bei der PS4. Ich habe keinen PS4-Controller geschrottet. Die sind nur abgenutzt. Normal. Und damit meine ich nicht durch die Wand abgenutzt. Okay. Ohne Scheiß. Trials verschleißt die Dinger aber auch extrem. Ja, weil gerade anderes spielt sie ja nicht. Stimmt. Ja, Trials Main. Ja, von LoL-Spielen werden die nicht abnutzen. Richtig. Apropos LoL, hat ja keinen Bock drauf. Jetzt hänge ich hier mal im Hindernis. Robert. Bin ja schon auf dem Weg, aber... Was? Alles klar. Ah, gerade mal ein bisschen länger gehängt. Aber Rexy gibt nicht auf, ich gut. Die ist auch vor mir. Ja, ich versuch's. Erste Hindernis geschafft? Ja, ja. Punkt für dich, das heißt unentschieden, weil Nix war eben auch ein Checkpoint vor. Das ist schon hart, ne? Also. Aber es sind extreme Maps. Also wenn du da einen Checkpoint schaffst, ist echt Respekt. Gucken wir mal. Da musst du, wenn du da oben bist, musst du ganz ruhig an der Wand dich auspendeln. Dass du dich so an die Wand stellst. Also ganz vorsichtig R2 drücken, dass du an der Wand, an der schrägen stehen bleibst. Mhm, okay. Nein. Ja, da habe ich die ganze Zeit rumgehangen. Dahin, ein Fortschritt. Ach ja. Ja, ich glaube, eine True Twilight wäre ziemlich eintönig, Freunde. Ich. Warum hast du damals nicht so gut gespielt, dass wir im Team waren? Habe ich. Sehr gute Frage. Nee, sehr, sehr nicht. Gute Frage sogar. Weil ich nicht so im Training war. Beziehungsweise, weil da Robert noch besser im Training war. Korrekt. Seitdem LOL bei Robert aktiv ist. Zock halt Trials nie, außer wenn mal es heißt, Robert, können wir mal aufmachen. Nee, aber nicht hier Hinterrad, Vorderrad, Kacke, ne? Jo. Ziel? Oh, ist ja. Das ist was für Robert. Ja, ja. Da bin ich geboren für. Ich vermisse ja schon so ein bisschen die alten Zeiten, ne? Ja, aber also bei jedem Spiel aber. Momentan sind bei uns alle Spiele, egal was. Ey, ohne Spaß. So richtige Twilight-Weltmeisterschaften. Findest du dich von Rocket League eigentlich ganz entspannt? Ja, Captains, ich hab einen Smurf. Bist du denn jetzt? Ja. Weil ich will mich halt nicht von euch runterziehen lassen, da. Ja. Da. Das meine ich doch. Weil dann kannst du ja entspannt sein, wenn du einen Smurf hast. Was denn? Habt ihr doch auch nichts davon, wenn ich mit dem Main-Account spiele? Nein, aber dann kannst du ja nicht sagen, dass das Twiharden durch Sturme kein Problem hast. Wenn du schon mit dem Smurf spielst. Was ja automatisch sagt, dass du auf deinen Rang geil bist. Ja, aber pass auf. Aber was ändert das denn für dich? Nein. Pass auf, das meine ich gar nicht. Es geht darum, bei so Spielen, wo wir gegeneinander spielen. Ja. Da ist so dieses Twiharden enorm krass geworden, finde ich. Egal, ja. Egal was es ist. Wenn es FIFA ist.
Ich habe mit. Verstehe ich nicht. Nein, du kamst mit Smurf bei Rocket League. Rocket League? Nee, ich habe gesagt, ich habe gerade gesagt, hat man ja gerade bei Rocket League gesehen, war ja eigentlich ganz entspannt. Pass auf, es redet von gegeneinander, Mann. Ja, haben wir doch gerade gemacht, bist du dumm. Eins gegen man eins! Man braucht gar keinen Smurf, damit man die sich hier anschreit. Mann, ey. Eins gegen eins. Im Heads-Up-Spielen. Wenn wir, was weiß ich, keine Ahnung. Wir spielen. Können wir mal Hearthstone spielen? Was denn? Wenn wir nicht? Zum Beispiel Rocket League spielen. Jetzt, Mann! Wenn wir Twilight spielen. Wenn du mal Twilight früher vergleichst, was Twilight früher... Das ist kein 1 gegen 1 Krieger, ist Quatsch. Du spielst für dich alleine gegen die anderen. Gut, machst du bei Rocket League auch, stimmt. Entschuldigung. Lass doch mal Rocket League weg, wenn du zum Beispiel FIFA nimmst. Ich hab mit Robert FIFA aufgenommen. Was hat jetzt Rocket League gesagt? Alter, wie heftig ist denn das? Warum ist Krieger nicht so weit vorne? Warum Krieger so weit vorne ist? Ja, ich hab eigentlich gedacht, du bist gut, Robert. Junge, er spielt das im Moment wesentlich häufiger als ich. Wesentlich häufiger. Seit Malediven habe ich das zweimal gespielt. Ja, zweimal häufiger als ich. Ja, eine richtige Maschine in Twilight. So, aber Twilharden. Nehmen wir mal Trackmania. Trackmania war so ein Twilight-Spiel, wo die Fresse gehalten worden ist, um die Kurven so dermaßen perfekt zu fahren, wo es nicht mehr darum geht, irgendwie so diesen, weiß nicht, Spaß war es Spaß irgendwie? Keine Ahnung, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber egal, welches Spiel es ist, ich habe mit Robert FIFA aufgenommen, das kannst du nicht hochladen, weil es einfach nur ein Rumgeschweige ist, weil man so angespannt ist, zu gewinnen. Ach, der... Ich nehme, ja, pass auf, ich sag ja auch. Ist, die Fresse gehalten hat. Ich hab die ganze Zeit gelabert, du Missgeburt. Ja, immer das Gleiche. Rocket League. Hallo, Freunde, wir sind hier und auf Gemeinschaftskanal. Und ich sage auch, bei mir ist es genau das Gleiche. Bei mir ist es genau das Gleiche. Ich vermisse die alten Zeiten von Twilight. Das ist ohne Spaß. Deswegen gefällt mir Rocket League oder sowas, weil ich finde, das kann ich wenigstens halbwegs entspannt spielen. Egal mit wem. Hört sich bei mir, aber wenn wir spielen, immer anders an. Ja, weil du da irgendwie eine Scheiße verzeihst. Natürlich rege ich mich drüber auf, aber bricht mir jetzt nicht das Genick. Bin ich rüber. Aber zumindest kommt es mir so vor. Was ich sehr schade finde, auch gerade so bei FIFA. Weil es einfach so verbissen ist auf einen Sieg, egal wie. Ja, aber das ist bei dir ja auch nicht anders. Robert! Nee, ich sag. Nee. Ich sag doch ja! Ich das finde ja, ich schade. Ja, aber woran liegt das denn? Weil einfach der Entertainment-Faktor nachgelassen hat. Man einfach so dieses. Man ist angepisst, wenn der andere einen aufzieht. Ich meine, das ist ja bei uns beiden enorm. Sobald der eine vorne ist, na, kann ich nicht hören, hallo, auch DNF, Ist ja egal, wer vorne ist. Also an mir soll es da nicht liegen, ne? Ich möchte ja nicht sagen, dass ich den Scheiß nie anfange, aber... Ich finde, du bist da schon, Marktführer. Führend, was das Provozieren angeht, ja. Ja, ich gerne mit dabei. Ja, kann man so sagen. Würde ich jetzt an deiner Stelle auch nicht verneinen. Mann. Ätzend. Map ist cool. Aha. Nee. Aha, da kommen die ersten Emotionen. Ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt, weil die Map für beide auch irgendwo im Bereich des Möglichen und Machbaren ist. Ja. Ist auch easy. Ja. Ich habe jetzt noch kein Hindernis gehabt, wo ich gesagt habe, so... Ne. Machst du nicht. Okay, hab eins gefunden. So, egal welche Maps wir fahren, ob wir die leichten Maps fahren,
Es geht halt immer um diesen Wettbewerb, diesen ich will besser sein. Ja, aber das ist ja... Ja, aber das war ja früher nicht. Ja, doch, eigentlich. Also doch, das war früher schon, aber guck dir mal, die, wie gesagt, die alten Robert-Tob-Folgen oder die alten Twilight-Folgen an, wo wir halt noch schlecht waren. Klar wolltest du gewinnen, aber da war irgendwie... Keine Ahnung. Sehe ich das? Ihr könnt mal bitte in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Wie eure Meinung dazu ist. Würde mich wirklich mal interessieren. Ich finde schon, dass dieses Tryhan ein bisschen was kaputt gemacht hat. Und da nehme ich mich auch nicht, oder sage ich bin da nicht unschuldig. Nee, definitiv. Ich habe auch meinen Scheiß gemacht und von mir ist auch am meisten mit. So in unserer Gruppe. Keine Frage. Zumal ich ja auch der größte Provokateur bin, wenn er mal vorne ist, so wie jetzt. Weil, ich meine, ist ja lächerlich, was hier an Gegenwehr ist von Robert. Ich habe mich ja schon bei gefreut. FIFA ist es halt oben noch oben drauf, dass du halt viele, ich sag mal, Ausreden hast oder ja. Du kannst halt sagen, ja, dein Team ist scheiße, gepimpt und hier, du hast ja 40.000 Euro rein investiert und sowas alles. Und versucht es halt dadurch irgendwie zu kompensieren. Ja, aber also zumindest mal Ausreden zu suchen. Und das ist halt auch so eine Frage, ne? Warum steckst du halt so viel Kohle in dein FIFA-Ding rein? Wenn weil du zum Beispiel Spaß nicht on. Ja, weißt du, warum? Warum macht es dir Spaß, Geld reinzustecken in irgendwas ich für digitale Karten? Weil ich. Es ist A, auf jeden Fall auch eine Sucht, gar keine Frage. Und B, ist es so dieses Streben nach einem geilen Team. Ich finde es geil, einen Ibra zu haben. Gut, Messi hätte ich jetzt wahrscheinlich... Ist es aber nicht langweilig, wenn man es nach 2 Wochen schon hat? Überhaupt nicht. Warum soll es langweilig sein? Warum soll es langweilig sein, wenn ich mit denen spiele? Weil das Streben nach 2 Wochen vorbei ist dann. Nein, überhaupt nicht. Für mich ist das Streben das Spielen und nicht das Ergeiern der Spieler. Ja, aber du spielst ja weniger, als dass du Packs siehst, sag ich mal. Nö, würde ich jetzt... Also klar, ich habe... Doch, von, also im Vergleich von dem, zu allen anderen Spielern... Von dem, was ich hochgeladen habe... Wie viel Spiele hast du denn? Wenn du das vergleichst mit dem, was ich in Packs und so weiter investiert habe. Ja, natürlich, das aber pass auf. Zwischen warum Packs ich die... ziehen und spielen. Okay, wie gesagt, wenn ich kein YouTuber wäre, würde ich so viel Packs auch gar nicht dafür ausgeben. Ja, natürlich, weil das nicht. Ja, genau. Aus dem finanziellen Grund. So, und. Aber die das, Tatsache, das Streben dass halt, hört ja auch nicht auf. Das Streben hört ja überhaupt nicht auf. Es gibt ja immer wieder, was weiß ich, Team of the Year, Team of the Season, Team of the Week, Spieler. Was weiß ich, man probiert auch was Neues aus. Ich muss auch sagen, dass ich momentan auf FIFA so noch nicht mein Flow gefunden habe. Also da war ich bei FIFA 16, kam ich da wesentlich... mit besser Worten sagen, du hast noch keinen Ronny oder was? Ronny habe ich auch noch nicht, aber nee, bei FIFA 16 habe ich mich wohlgefühlt. Dieses Wohlfühlgefühl habe ich noch nicht. Das hat nichts mit dem Team zu tun, einfach vom Spielen her. Ich weiß nicht. Warum komme ich hier nicht hoch, verdammte Axt? Kannst du mal mit deinem scheiß Pissgeist da weggehen? Mir ähnlich. Ja, ich bin weg. Nein! Meine Fresse. So, für mich ist das Streben bei FIFA nicht danach irgendwie nicht Liga 1 zu sein oder was weiß ich, keine Ahnung, hier Foot irgendwie Squad Builder Challenges oder so. Ich kann verstehen, wenn da Leute Bock drauf haben. Gar keine Frage. Das ist aber nicht mein Ansporn. Mein Ansporn ist es, Spaß zu haben. mit meinen Teams. Alter Schwede. Und ganz ehrlich, du kannst, das ist meine Meinung, ein Ibra als Beispiel. Wenn ich, oder sagen wir es mal anders, zum Beispiel torwartmäßig, wenn ich Manuel Neuer sehe, was der schon für Fehler gemacht hat, wenn du denkst, der hat eine 92, wenn ich sehe, was Niggis Torwart hält. Jan Sommer übrigens, bester Mann. Ja, das ist die Torwartsache. Und? Weiter? Ja, aber okay. Jetzt, die Wertung sagt relativ ohne wenig Scheiß aus. Der Controller ist ja eh schon fast im Arsch. Der ist gleich so in der Wand. Echt? Das ist dieses Drecks
fucking Hindernis? Was ist das für ein Scheiß? Ja, ich komme hier nicht hoch. Weil ich sehe es die ganze Zeit, weil ich ein Hindernis hinter dir bin. Ey, ich prall da die ganze... Ich bounce da so ab. Das ist so... Ey. Das regt mich ja unglaublich auf gerade. Mann. Das geht... Sag mal. Rexy ist ganz ruhig. Ich, ja. Das ist auch eine scheiß Stelle, wo wir hier sind, ey. So, wo hast du stehen geblieben? Neuer Sommer. Wenn ich sehe, was der Sommer ja, bei Niggis hält, das ist echt krass. Und da ist der Neuer, wie gesagt, da ist der Neuer schlechter. Oder Naldo. Warum spielst du nicht mit einem Sommer? Okay, aber du kannst mir erzählen, was du willst. Wenn du an Aubameyang, Ibrahimovic, Messi, was auch immer. Ich habe dieses Footdraft gespielt. Du kannst teilweise mit den durchpesen. Natürlich, ein Pro zieht dich auch mit einem schlechten Team ab. Aber prinzipiell, wenn du gleiches Spielerlevel hast, sag ich mal, von dem, der am Controller ist, und dem ein krasses Team gibst, hat der knallhart Vorteile. Okay. Kannst du dich noch an die Tore erinnern, die der De Gea reingelassen hat, Niggis? So die Highlights quasi. Alles, was du jetzt sagst, das widerspricht meiner Theorie nicht. Natürlich kann jeder ein Tor schießen. Ja, aber du hast nur Nonstop-Vorteile. Nein, du hast nicht Nonstop-Vorteile, nein. Doch. Aber du sagst, ein Spieler mit der besseren Wertung ist er automatisch der bessere Spieler. Nein, ich meine nicht die Wertung. Ich meine die Spieler, die für ihre OP-Ness bekannt sind. Ja, okay. In Dybala ist ja auch für seine OP-Ness bekannt. Als bei Dybala. Mit anderen Worten, Messi, Ronaldo, Ibrahimovic und Aubameyang sind mit keinen anderen Spielern... Und Aubameyang ist geil. Ja, die ganzen... Ich finde, er ist halt mit Abstand in der Bundesliga mit am Führen. Well, wie macht man das hier? Sag mal. Ja, du, ich bin da noch nicht drüber. Ich bin da auch noch nicht da. Du musst die Schnauze vorher hochziehen, bevor du die rote Rampe erreichst. Aber ich kann hier... Keine Ahnung. Ich sack hier auch gerade ordentlich rein. Oh Mann, Alter. Wie Trials einfach null Bock macht, wenn man es einfach nicht mehr drauf hat. Ne? Das ist unglaublich. Kenn ich. Ja, tut mir leid. Ja, mir auch. Meine Scheiße, ey. Bitte was? Ich find's lustig. Echt? Ich grad irgendwie gar nicht. Wie kann das denn? Robert, wie macht man das? Was denn? Du hängst immer am Essen, Robert. Ja, ich komm nicht drüber. Ich hab nicht genug Schwung, um den zweiten Teil zu kommen. Wie kommst du denn auf den ersten Dingen da? Ich kann nicht dieses... Ich weiß nicht. Sag mal, was du mit den Stick machst. Lol, nach vorne, nach hinten, nach vorne. Bevor ich losfahre, schon mal nach vorne. Kannst du mal das akustische Zeichen für den Banjo geben? Nee, ist grad schlecht. Vielleicht kannst du das ja machen, du hast ja Zeit. Muss versuchen, mit dem Hinterrad auf der Rampe die ganze Zeit Kontakt zu haben. Du
Man misst ja schon die Zeit, wo so ein bisschen. Bisschen heißer herging, Robert. Willst du mich verarschen? Nein. Hier ist kein Checkpoint. Man misst die Zeit echt. Wo es ein bisschen heißer herging, da ging es auch nicht heiß her, weil du ganz auch genauso hinten weit warst wie ich jetzt. Nee, so weit nicht. LOL. Dann zeig mir bitte eine Aufnahme, wo ich gegen dich 6 DNF bekommen habe. LOL. Ja, LOL. Ja. Ich würde wetten, dass der Fössel dich besiegt. Kann sein. Never ever. Doch. Momentan kann mich. Doch, in der jetzigen Lage kann mich jeder schlagen. So gesehen. Nee. Erzähl doch mal, was hast du Platz da vorne? Ja, soll ich die Map schaffen oder nicht? Nee, musst du nicht. Achso, ja, bleiben wir hier eine halbe Stunde. Ja, wenn du erzählst dafür? Ja, hey, hallo, herzlich willkommen, YouTube. Ich verstehe auch nicht, warum Leute überhaupt nur Trials sehen wollen. Die hoffen, dass du einen Controller wirfst. Oder ich. Ja. Warum haben wir keine Worms gespielt? Boah, ohne Scheiß. Stell dir mal vor, so Worms Tryhard-Meisterschaften. Ja, wenn wir wirklich... Halleluja. Wenn wir wirklich so richtig exzessiv spielen würden, ja. Das so richtig in den Twilight-Bereich gehen. Jo. Halt mal. Ja. Komm du doch mal da rüber! Ich weiß nicht, was los ist, ohne Scheiß. Ich spiele, ohne Witz, ich schick dir jetzt ein Foto von meinem Controller. Das Ding ist vollkommen im Arsch. Wenn du da so scheiße mit den Sachen umgehst? Nein, tu ich ja nicht. Also du schickst jetzt dem Krieger ein Foto von deinem Controller, der im Arsch ist. Hab ich das richtig verstanden? Ups. Ja, hast du. Oh, das waren meine Steine. Ist gerade rausgefallen. Die Steine! Das waren die Wutsteine. Oh, weißt du noch, das waren Zeiten damals. Als du noch auf den Tisch gehauen hast und dann klirr. So. Schick ich dir jetzt per WhatsApp, dann kannst du dir mal angucken. Ja, auf wow. Auf was vom Holz. Was erwartest du dann? Ja, pass auf. Ich sage, oh, du bist auf eine arme Miesgeburt. Ja, das ohne Scheiß, das kannst du nicht anders ausdrücken, das kannst du nicht leugnen. Du glaubst gar nicht. So sieht mein Controller aus. Mit dem kann man einfach kein Bunny Hop mehr machen. Das ist aber auch eine Map hier, ey. Guck dir das Foto an. Ja, natürlich, Robert. Warte, Prinzessin. Guck dir das Foto an. Wer springt da schon freudig? Ja, wer wohl? Was hast du damit gemacht? Abgefeilt oder was? Was abgefeilt. Nein, das Ding ist einfach ab, das Gummiding. Das hat sich verabschiedet. Warte mal. Einfach. Ich kann völlig einen Saltus machen. Ich hab das hier noch neben mir liegen. Warte mal, wo ist das? Hier. Ja, schön. Ja, schick mir auch ein Foto. Ja, nee, danke. Post das Bild mal auf Instagram. Dann sag ich hier. Hashtag ausreden. Wusstet ihr, dass ihr, wenn ihr abspringt und L2 drückt, dass ihr euch so zusammenkugelt? Ja. Was ist mit deinem anderen Controller passiert? Gute Frage.
Damit spielst du Rocket League und so einen Scheiß. Ober da. Ja, tu ich. Sorry. Dankeschön, Domme. Ich brauche jetzt Mitleid, der Niggas kriegt jetzt auch das Foto. Willst du es Rexy auch noch schicken oder? Ja, ich muss auch. Sparkos. So, wo ist denn mein Handy? Du wirst es nicht glauben, Niggas. Mit dem Scheiß zocke ich schon die ganze Zeit. Das ist aber echt heftig. Hast du eine Nachricht bekommen? Okay. Jetzt kommt, oh lol. Nee, muss laden. Ich hab dir kein Video geschickt, ne? Ja, nee, aber ich hab hier nur einmal geredet. Du musst laden. Du hast nicht gedacht, die drückt die ganze Zeit drauf, warte auf Play. Ja. Was ein Nette, Alter. Du nicht, ach, stimmt, du hast die Sticks mal ausgetauscht, ne? Mhm. Also vertauscht. Mhm. Hat auch nichts mehr gebracht. Musst du dir Control Freaks holen und da drauf pappen. Ja, egal, da kann er auch ein Euro-Stück draufkleben. Alles ist besser als die Scheiße, die er da hat. Ja, das stimmt allerdings. Tut auch leicht weh, muss ich sagen. Am linken Daumen. Wo hört ihr dieses Mitleidgezogene hier? Das ist noch nicht mal Spaß. Nein. Was ist deine Lieblingsfarbe, Robert? Arschgrau-Violett. Kannst du mal ankommen da jetzt, Alter? Alter Junge, echt, ist hier ein Apparillo in meiner Bude, ey. Nice. Kannst du das Apparillo jetzt mal links liegen lassen und einfach reinfahren? Ja, Apparillo, mal. Alter, willst du mich verarschen? War kurz kaputt. Warte mal. Hey, 10. Ja, ich ruf gleich den Riot Support an, Krieger. Wir sind hier in der Aufnahme. Weißt du, wie groß der war, Junge? Das ist mir egal! Was war denn? Ich weiß nicht, aber... hat eine Postleitzahl! Mann... Yeah. Oh, ist das ein räudiges Scheißding hier! Bei wem läuft denn der Fernseher im Hintergrund? Ja, genau, bei keinem. Ich hab auf meinem Fernseher... Das ist mein Monitor, mein Fernseher. Ach komm, hau doch ab. Kria, suchst du die Postleitzahl noch oder? Ich fahr doch. Will ich nur mal wissen, wie der Stand da ist. In Moskitohausen. Kindergarten ist der Stand, so. Nein. Ich geh mir gleich meinen Daumen amputieren hier, ohne Witz. Ich hab mich gerade auf die Straße gelegt. Warte auf, dass ich überfahren werde. Letzte Map? War das schon, oder? Hoffentlich. Nee, ich glaube ein oder zwei kommen noch. Ich frag mich auch, wer so eine Scheiße verkauft, dass ach, das so einfach einfach so abfliegt. Ah, da ist die Sau! Freunde, das ist unsere Chance.
Elsa! Das ist die Ratte. Verrecke! Wo ist der jetzt hin? Alter, ohne Scheiß, das Ding hat echt eine Postleitzahl. Krass. Junge. Wo ist denn? Die Map kenne ich. Egal, nicht. So. Robert? Hm? Du kannst den Controller ruhig gegen die Wand schmeißen. Ich hab dir gerade einen neuen bestellt. Arschgrau Violett? Gab's leider nicht. Schwarz. Nehme ich nicht. Happy Birthday nachträglich. Allerbesten Dank, der Herr. Wann wird die Folge veröffentlicht? Ich denke mal morgen. Nein. Wo stellt man denn heutzutage Controller? LOL. Ja, bei Amazon. Echt? Klar. Dann nicht irgendwie Anbieter, die das... Ja, ohne Scheiß, bestell alles bei Amazon. Amazon ist einfach am Rocken, was das angeht. Naja, alles ist jetzt falsch, ne? Ja, außer Tauchzeug teilweise. Das andere ist der Rewe-Lieferdienst zuständig. Das ist auch korrekt. Sehr gut, Niggis. Mann. Diese Woche im Angebot. Weiß ich gar nicht. Für alle, die glauben, das ist hier nur blöde Ausrede mit dem Controller, ich twitter das später, das Foto. Da, ja. Das ist am Fernseher. Das ist nicht bei mir. Aha. Bitte was? Rexy oder Niggis? Ja, ich. Rexy? Auffällig ruhig. Kann das. Ops. Ja, ich denke. Herzlichen Glückwunsch, Robert. Zumindest schon mal übers Erste hinaus. Hallo. Das ist doch scheiße hier. Ach, ja. Herzlich willkommen. Was lief denn gerade noch? Nix. Nix? Nix. Bei dir läuft der Fernseher, nicht die Serie. Oder? Ja, bei mir läuft immer der Fernseher. Ich hab ihn jetzt aber ausgemacht. Oh. Alter, ohne Scheiß, dass ich wecke. Von Killer-Fledermäusen, Vampiren. Robert-Niggis. Ihr Battle um die ersten Punkte mit Robert. Jo. Echt? Ohne Witz? Ja, keiner von uns hat Punkte außer du. Tut mir leid, liebe Freunde. Nächstes Mal wieder schwere Maps. Ich wäre eigentlich schon länger. Ja, bitte, Niggis? Schon lange im Ziel gewesen. Ich hab Halsschmerzen. Oh. Oh. Willst du jetzt, soll ich jetzt einen Bonbon bestellen oder was? Ne, hab ich schon genug. Bestell mal. Wir bringen Lieferdienst. Alles. Liefern erst ab 40 Euro. Ja, werden halt ein paar mehr. Geile Map. Ich war doch schon hier drüber. Ja, oder? Ja, liebe Freunde. Die Leute in die Kommentare schreiben, Krieger, das ist einfach nicht mehr so wie früher, weiß ich vorhin sehen. Du bist halt eine Maschine, Krieger. Ist leider wahr. Oder? Du weißt gar nicht, warum... Alter, finde ich, Junge. Das ist das Vieh des Todes, Junge. Wo ist er? Muss man doch auf Facecam sehen, oder nicht? Amina. Mann. Ah! Sleep. Piss dich, Junge. Ey, ohne Witz, du ahnst nicht, wie groß das ist. 1,50 Meter, oder? Habt ihr das gesehen gerade? Sind das ein Käfer? Junge, keine Ahnung. Das ist...
Eine Fotze. Flatterfotze. Oh, okay. Da wird eingeprügelt schon. Boah, Junge. Ihr habt's gesehen, ja. Freut euch aufs Video. Oh. Jetzt bin ich am schwitzen wie Robert hier. Ey, ohne Scheiß, ey. Weißt du, was eine Tarantula-Hock ist? Ja, auf jeden Fall nichts Gutes, ey, Junge. Trigger der Greenscreen. Ja, Entschuldigung, hier ist gerade... Zweiter Weltkrieg ausgebrochen. Ohne Witz. Die Leute haben es gesehen im Stream. Das war so groß wie mein Handteller, ey. Und ja, warst du Fliege? Hallo. Hummel. So groß war das Teil. Du hast es doch getötet jetzt, oder nicht? Ja, klar, Mann. Was ist es? Keine Ahnung. Also, das kannst du nicht mehr identifizieren. Ja, nimm mal eine Probe. Ja, was soll ich denn da für eine Probe nehmen? Ja, DNA am besten. Soll ich dann einschicken zu dir, Digga, sowas? Ja, mach ich. Ja, mach ich. Schick mal ein. So, einschicken zu dir? Ja, mach ich. Mein Hals, ey. Ja, dein Hals. Wenn ich so weitergehe, krieg ich auch Hals, ey. Mördervampir fliegen Fledermaus, ja. Titel für YouTube. Ja, ich habe überlebt, wird attackiert. Ja, ohne Witz. Gerade noch so überlebt hier. Im Livestream. Datterfotzenalarm. Dreckscheißvieh, ey. So ein Feuerball, Junge. Kann das mal einer zu Internet-Fails schicken? Was für Internet-Fails, Junge? Ich hab das Tier getötet. Ja. Aber hast ja auch kann das dann einer an die Peter überhaupt schicken? Da kann der Peter mal vorbeikommen hier. Das hat die Peter auch gesagt, ja. Hast du gut gemacht, Herr Krieger. Bei dem Vieh, ja. War wahrscheinlich das letzte seiner Art. So groß wie das war. Warum sollte die Peter sowas dann gut heißen? Hatte ich wahrscheinlich die Balkontür auf. Das Vieh durchgekommen. Das ist halt der Nachteil, wenn du Kopfhörer an hast. Hätte ich die Kopfhörer nicht an, hätte ich die ganze Zeit gehört. Vielleicht haben das ja die Leute im Stream gehört. Die haben es auch gesehen, das Tier. Hat das einer geklippt auf Twitch? Was für 3 cm Insekt, Zero Hero. Das Ding hatte mindestens einen Durchmesser von 12. Was? Ja. Niemals. Guck's dir an, Junge. 12 cm? Passt Junge, durch kein Fensterspalt. Ich weiß, ach, merkst du was? Ich hab gerade eben gesagt, so groß wie mein Handteller, Junge. So, jetzt stellt sich Robert seinen Handteller vor. Multipliziert ihn mit 4. Ja. Ja, Polen haben wir kleine Hände. Warum? Digga? Was weiß ich warum, Junge? Schick ich mal eine Probe zu dir rüber. Ja, mach ich. Ach komm. Das war ein fliegender Killer-Clown. Das Vieh kann ich nicht mehr zeigen. Das habe ich hier komplett pulverisiert. Das ist ein Atom. Kannst du mal da ankommen? Warum? Hat keinen Bock mehr, ja, mit deinen 109 Fehlern. Oh, der Robert. Guck an. Eigentlich müssen den Robert ja jetzt noch reinkommen lassen, oder? Robert dann mich noch, ne? Wie hast du das denn hier mit diesem Backflip gemacht? An der. Mit Vollgas auf diesen. Auf diese Schräge springen, also über das Dynamit springen. Ja. Und dann einfach Fuß vom Gas. Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Willst du ein Ziel, Robert?
So. Das ist zu weit weg, glaube ich. So, jetzt holen wir uns noch eben kurz den Zehner, liebe Freunde. Welche Farbe hat das Vieh? Jetzt gar keine mehr. Junge, das Ding hat so einen Flügel. Ich möchte nur noch mal erwähnen, ne? In 3 Minuten musst du es 10-mal hintereinander schaffen. Ja, Mann. Hintereinander? 10-mal schaffen, Junge. Nee, deine Wortwahl war hintereinander. Du hast, ich schaffe es 10-mal. Nein, hintereinander war die Wortwahl. Ja, in 3 Minuten. Hintereinander. Ja. Komm, hier, Lirum Larum. So, das war mal eine Runde Twilight, liebe Freunde. War 10, mega bockig. 8 DNFs. So, darum fällt mir auch fast ab. Wir gehen direkt zurück. Ja, der Krieger hat die Farbe aus dem Vieh geprügelt. Geflügelt. Zeig doch mal, wenn das so groß ist, ohne Scheiß. Nimm doch mal deinen Latsch und zeig mal die Rückseite. Kann ich, das Ding ist komplett zermanscht. Wirst du doch nicht verbrannt. Ich habe es komplett... So, Blue Element hieß sie. Da. Erste Hindernis, ne? 3 Minuten, wir haben es jetzt. Alles klar. Wo ist denn jetzt hier, Alter? Da. Einmal. 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 Kann ich nicht, wie ich diese Bunnyhops nicht geschafft haben soll. Oder warum auch nicht. Dudi? Ich verrate es wirklich nicht. Oh. 1 Minute ist um. Dein Zehner kannst du nicht. Also wenn ich das wirklich gesagt habe. Habe ich gesagt hintereinander? Keine Ahnung, siehst du. Ich habe gesagt hintereinander in 3 Minuten und du hast gesagt, ja, geht. Siehst du dann ja in der Aufnahme. Genau. Kriegst du Hustenbonbons davon. wird gefragt, wie lange wir uns schon kennen, was? 5 Jahre. Lange sind wir schon beste Freunde? 4 Jahre. Ich würde sagen, so um den Dreh. 3, 4 Jahre. Mm-hmm. 3 würde ich eher sagen. Ja, 3 glaube ich. 3 müsste hinkommen. Letzte Minute läuft. Ja, dem hintereinander ist für, auch für ein Po nicht, fast nicht zu schaffen. Ich weiß aber nicht, ob ich es 10-mal schaffen würde. Also, oder ob ich es jetzt 10-mal geschafft habe. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Oder 10-mal da drauf. Oder 10-mal ist der Checkpoint. Der Dumme hat gerade... Wo in dem Moment, wo der gerade vorbeifetzt an dir, der Gesichtsausdruck ist geil, ey. Oh, herrlich. Geiler Dumme, ey. Also siehst, ich hab mich nicht rübergelackt. Ja, ist in Ordnung. Ich verstehe trotzdem nicht, wie ich die... Ja, Zeit ist eigentlich um. Wie ich die
die Bunny Hops einfach da verkackt. So, das habe ich verschissen. Guck dir mal das Piazza bitte an. Ey, ich bin raus. Gut, Schuss. Bis zum nächsten Mal, euer Commander. Tschüss. Dankeschön an Robert. Ciao, ciao, danke. Ja, der neuen Controller kriegt. Dankeschön an Niggas. Besten Dank. Ja, der besten Dank für den Zehner. Der den Zehner kriegt. Und Dankeschön an Rexy. Was kriegt die? Was willst du? Haha. Auflösung in der nächsten Folge. Genau, was sie kriegt, kriegt ihr in der nächsten Folge. Tschüss.